Die Beatles gingen mit ihrer Musik, aber auch mit ihrer Pilzkopffrisur in die Geschichte ein. Haben wir Julius Caesar vor Augen, sehen wir seine Frisur. Haare und Frisuren prägen also in besonderem Maße das Bild vom Menschen. Und damit sind wir auch schon beim Thema von HWK-TV. Es geht um den Frisurentrend 2010 und um die Handwerker, die mit Kamm, Schere und Fachwissen es umsetzen. Die Frisurentrends für Frühjahr und Sommer 2010 sind da. Die Friseurinnung Mittelrhein präsentierte Klassiker wie den Bob, Pilzkopf oder auch Lockenmähne. Dank innovativer Schnitt-, Färbe- und Stylingtechniken werden sie brandaktuell in Szene gesetzt. Obermeister Franz Josef Küveler stellte die Frisurenkollektion über 200 Gästen vor. Doch bei der feierlichen Präsentation griffen nicht nur die Friseure zum Handwerkszeug, sondern zeigten auch die Kosmetiker um Gabriele Bergler dem Publikum, was in diesem Jahr angesagt ist. Wie das Friseurhandwerk diese Trends umsetzen kann, zeigten dann Friseurmeister Guido Regnieri aus Koblenz und Oliver Schmidt aus Nastetten. Innungsobermeister Küveler zu den Trends 2010. Stichwort 1 ist also der Pilzkopf, Stichwort 2 ist also der Bob, Stichwort 3 ist trapezförmiges geometrische Haarschnitte und Stichwort 4 sind also Locken und Bewegungen in der Frisur. Ich sag mal, das alles in unterschiedlichen Längen gehalten, das ist also das, was die Frisurenmode ausmacht. Zum einen, der Kurzhaarschnitt wirkt für den Sommer halt frech, er ist sehr unkompliziert und gerade bei der jungen Kundin mit Sicherheit total schön. Und die Locke ist halt auch einfach wieder im Comeback und ich denke, dass da auch die junge Kundin, gerade die mit den Naturlocken, sich irgendwo widerspiegelt und halt das sehr, sehr gut annimmt. Mit ihrer Arbeit werden die rund 1300 bei der HWK Koblenz eingetragenen Friseurbetriebe diese Trends umsetzen, so im Salon der Familie Bendler in Lahnstein. Hier arbeiten unter einem Dach zwei Meistergenerationen. Das Kommando im Familienunternehmen soll langfristig Tochter Sandra übernehmen, die ihre berufliche Karriere mit der Lehre begann. Also ich habe 98 angefangen mit meiner Lehre und 2001 habe ich die erfolgreich bestanden und habe dann 2007 überlegt, irgendwann muss ja mal was Neues kommen, ne? Man kann ja nicht da stehen bleiben und deswegen habe ich eigentlich die Idee gehabt, den Meisterbrief zu machen, um halt auch diesen Brief für mich selber in der Hand halten zu können. Mit dem Meisterbrief wird sie Familiengeschichte fortsetzen. Meine Oma hat sehr lange ein Geschäft besessen oder mehrere Geschäfte besessen. Sie stand mal in der Zeitung, wo sie 40 Jahre Jubiläum hatte mit ihren Geschäften. Und der Papa hat das anschließend dann weitergemacht auf eigener Schiene. Also hat jetzt nicht die Läden von ihr übernommen, sondern das selber gemacht. Und ich selber wollte gar nicht in diesem Friseurhandwerk einsteigen, habe es aber dann letztendlich doch getan, weil es das Beste ist, was ich kann. Neben den Meisterbriefen von Vater und Mutter Bendler wird demnächst der von Tochter Sandra hängen, die frischgebackene Friseurmeisterin über die Trends 2010. Der Trend Frühjahr-Herbst ist immer sehr wichtig. Da wird auch schon mal nachgeguckt, gerade was Farben anbelangt. Aber ansonsten entscheidet man doch aus dem Bauch heraus und zusammen mit der Kundin. Fast 1300 Friseurbetriebe sind aktuell in der Handwerkskammer eingetragen, in denen rund 800 Jugendliche ihre Ausbildung machen. Damit zählt das Handwerk zu den stärksten Ausbildern. Und auch aktuell sind noch 10 freie Ausbildungsplätze in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Koblenz gemeldet, in der unter hwk-koblenz.de fast 300 freie Lehrstellen in vielen Handwerksberufen genannt sind. Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk interessiert, findet im Internet zahlreiche Informationen und den direkten Draht zur HWK-Ausbildungsberatung.